Jahrelang habe ich Mangos sehr umständlich und ineffizient gegessen, sodass immer eine Riesensauerei dabei entstanden ist und ich dann das alles aufwischen musste. Es hat mich ziemlich genervt, obwohl ich die süßen Früchte sehr gerne esse. Nur das Aufwischen danach hat mich, wie gesagt, sehr gestört. Jedenfalls habe ich das so gemacht, dass ich die Mangos länglich aufgeschnitten habe und dann zuerst die eine Hälfte gelöffelt habe, auf der anderen Hälfte war dann war der Kern oben drauf und da habe ich das auch nochmal ausgeschnitten, den Kern, und dann zuerst die andere Seite gelöffelt und den Kern mit dem ganzen Fruchtfleisch in die Hand genommen. War ja alles sehr glitschig, feucht und meine Hände haben danach ziemlich geklebt. Und das machen ja sehr viele, die schneiden ja auch die eine Hälfte raus und schneiden das dann alles in Würfeln und essen es zum Beispiel mit der Gabel. Aber jetzt habe ich eine neue Methode und zwar werde ich jetzt hier die Mango länglich aufschneiden. Schaut ungefähr so aus. Ich werde jetzt die Mango hier länglich am Kern entlang aufschneiden, dass ich dann hier das alles schön lösen kann. Jetzt habe ich hier zum Beispiel den Kern mit dem Fruchtfleisch, kann ich ziemlich gut heben, kann das jetzt hier essen. Im Anschluss kann ich den Kern ganz einfach mit den Zehen aus der unteren Hälfte rausziehen und dann ganz genüsslich weiteressen, und die Reste kann ich dann mit dem Löffel auslöffeln. That's tasty. Das ist jetzt meine neue außergewöhnliche Methode, die ich für mich entdeckt habe, meine Mangos zu essen. Einerseits macht es mir eine Riesenfreude, die Mangos gerade so zu essen, und andererseits, wie schon am Anfang erwähnt, macht mir nicht so eine große Sauerei, wie ich die vorher gegessen habe mit der Methode. Also für mich eine Win-Win-Situation, mehr Freude am Essen und weniger sauer machen im Nachhinein. In diesem Sinne, schreibt mir doch gerne in den Kommentaren, ob ihr die Methode schon gekannt habt, so eure Mangos zu essen, und sonst das Übliche halt wieder: Video teilen, abonnieren, kommentieren, Webseite vorbeischauen und so weiter und so fort. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao!